Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute reagieren wir auf Fußballspieler, die schon mal im Knast waren. Einfach FC Prison bauen wir uns hier heute auf. Mal gucken, wer heute alles in FC Prison reinkommt. Man sieht hier schon, Harry Maguire war im Knast. Habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber genau wegen sowas gucken wir uns sowas ja an. Freunde, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da für FC Prison. Wir gucken uns den Lachs jetzt an, let's go. Okay, Harry Maguire war 21 Monate und 10 Tage im Knast. Serve two nights. He was sentenced for assault and attempted bribery. Was auch immer bribery ist. Ah, Bestechung. Okay. Aber er war am Ende nur 2 Tage drin. Warum? Weil Geld natürlich wieder geklärt hat. Einfach mal freikaufen. Man kennt ihn nicht anders. Aurier war im Knast. Serge Aurier. 2 Monate hat er bekommen, war aber nur 1 Tag drin. hat einen Polizisten einfach mal auf den Dötz gehauen. Der Mann hat einen Polizisten einfach mal auf den Dötz gegeben. Muss auch mal passieren, ne? Dass so ein Fußballprofi einen Polizisten auf den Dötz gibt. Serge Aurier. Digga, wie kann man einen Polizisten leider auf den Dötz geben? Karim the Dream Benzema war verurteilt für 1 Jahr, war aber im Endeffekt 0 Tage drin. Convicted of conspiring to blackmail. Ja. Also, ihr wurde ja vorgeworfen, das hat jeder mitbekommen, glaube ich, ne? Von Karim Benzema. Und ich glaube, Ribéry war auch noch mit dabei oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer alles dabei war. Ein paar andere auch, aber wurden ja, glaube ich, am Ende freigesprochen. Ronaldinho, ich kann es euch sagen, ohne es zu lesen. Er war auf jeden Fall mal im Knast, weil er mit falschen Papieren, mit dem falschen Pass geflogen ist. Er ist einfach Ronaldinho und fliegt mit dem falschen Pass. Er denkt auch, das fällt nicht auf. Was steht hier? 6 Monate hat er bekommen. Er war wirklich 5 Monate drin. Using a fake Paraguayan passport. Ja, er hat da irgendwie Verbot, irgendwo einzureisen, wegen irgendwas, was vorgefallen ist. Dachte sich, ich will trotzdem einreisen, ich mache mir mal einen Falschausweis, hab ja ein bisschen Kohle, kann man sich sowas ja kaufen auf dem Schwarzmarkt und ich flieg dann mal so. Ging aber komplett in die Hose. Halbes Jahr Knast. Halbes Jahr Knast. Da stand unten gerade, schaffen wir 2000 Likes. Schaffen wir, Freunde? Mal gucken. Dani Alves war im Knast? 12 Jahre hat er bekommen, sollte er bekommen. Under investigation, accused of... Oh, das ist halt immer ein Ding. Es geht halt nicht. Das funktioniert halt nicht. Aber weiß nicht, scheinbar auch unschuldig gewesen, weil er saß bei der WM noch auf der Bank und wurde sogar noch eingewechselt bei der WM 2022. Hätte er 12 Jahre bekommen, glaube ich, hätte er nicht gespielt. Aber ist immer noch unter Verdacht scheinbar. Vielleicht kommt er noch in den Knast für 12 Jahre. Krass. Breno, der von Bayern. 3 Jahre und 9 Monate. Und er war 77 Tage tatsächlich dann drin. 77 Tage ist viel, das sind fast 3 Monate, ne? 30, 60, 90 sind 3 Monate. Suspicion of arson for burning down his own luxury home. Einfach mal so Versicherungsbetrug machen, sein eigenes Eigenheim abfackeln und sagen, war aus Versehen, Kerze ist umgefallen. Habe ich nicht gemerkt. Habe ich dann auch natürlich mal nicht gemerkt. Ja, Robinho, geisteskranker Fußballspieler, habe ich in meiner Kindheit sehr, sehr, sehr gefühlt, sehr, sehr doll verfolgt. Hat 9 Jahre eigentlich verurteilt bekommen, war am Ende 0 Tage drin. Group, das war ein Gruppending, Freunde. Das war ein Gruppending. Die hatten Bock auf ein Gruppending. Nicht mit einer, nicht mit zwei, nicht mit drei, sondern mit 4 plus Männern haben die da versucht, ein Gruppending zu starten. Oder haben ein Gruppending gestartet. Digga, wenn das alles stimmt, ne, und das alles ungewollt war, dann ist das echt unmenschlich. Ich schwöre auf alles, das ist unmenschlich. Stellt euch mal vor, Menschen kommen auf diese Idee in einer Gruppe. Nein. Nicht mal alleine, aber dann noch in einer Gruppe. Da muss doch irgendeiner aus dieser Gruppe zur Vernunft kommen und sagen, Jungs, das, was hier gerade passiert, ist nicht normal. krass. Aber war 0 Tage drin, also scheinbar auch unschuldig. Man weiß halt nie, was am Ende war. Es kann auch mal sein, dass sie das wollte, beziehungsweise geplant hat, die weiß genau, Fußballer haben Geld, ich mache jetzt einfach mal mit, ich habe eigentlich Bock drauf, im Nachhinein sage ich einfach mal, nö, ich wollte das eigentlich nicht und dann cash ich einfach mal gut ab, dann bin ich für mein Leben durch. So, es gibt auch immer solche Personen. Ich habe es aus dem eigenen Freundeskreis mitbekommen, dass sowas mal passiert ist, dass er eine mitgenommen hat, die hatten dann was, auch voll gewollt und beide hatten voll Bock drauf und sie hat auch voll mitgemacht und so. Und am Ende kam auf einmal eine Anzeige an und die Person hat gesagt, hä? Wieso eine Anzeige? Ja, sie hat einfach gesagt, Digga, wollte sie nicht. Das ist geisteskrank.
und hat sie versucht, da Geld rauszubekommen, aber am Ende Gerichtsurteil unschuldig, weil die hatten geschrieben, Chat und so, und sie hat versaut geschrieben und so, hä? Das ist komplett verrückt gewesen. Sie hat so geschrieben, ich hab Bock auf dich und so ein Scheiß. Und Digga, zeigt ihn danach an, ohne Sinn. Unknown, under investigation, okay, unter Verdacht, Suspicion, okay, das haben wir natürlich alle mitbekommen bei Greenwood. Digga, Greenwood, Mason Greenwood, F-Typ. Pavel, 17 Monate, war 11 Monate tatsächlich drin, attacking man with a chair and beating up a driver. Reicht ja nicht, dass er erstmal mit dem Stuhl angegriffen hat, nee, zusätzlich hat er noch jemanden, einen Fahrer, einfach mal kaputt gehauen. Einfach mal einen auf den Dötz gegeben. Alexander. 11 Monate auch drin gewesen. Attacking. Hä? Zweimal hintereinander dasselbe. Wie zweimal hintereinander dasselbe? Hatten beide Bock drauf, das gleiche zu machen oder was? Oder war das so ein Ding, was die meinten, lass zusammen einfach mal machen? 21 Monate, war ein Tag drin. Crashed his car into a wall that killed one of his passengers. Was? Was? Bro, das ist aber auch ein krasser. Also, stell dir vor, ihr baut einen Unfall und dabei kommt eine andere Person ums Leben. Das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Ich glaube, man hat für immer Schuldgefühle bei sowas. Das ist geisteskrank. Also, ich persönlich, wenn mir sowas passieren würde, ich baue einen Unfall, ich komme gesund davon und meine Beifahrerin oder mein Beifahrer, dem passiert was. Ey, ich wäre so kaputt im Kopf, glaube ich. Ich wäre so... Boah, ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich würde mich so schuldig fühlen. Ich würde mich so schlecht fühlen. Deswegen fahre ich auch immer vorsichtig. Weil ich gar nicht sowas riskieren will. So Verkehrsunfälle, wo dann irgendwas Schlimmes passiert oder so. Bruno, 22 Jahre. War 11 Jahre tatsächlich drin. Oder hat 11 Jahre jetzt bekommen. Mörder, Kidnapping, Korruption, alles. Der Mann hat einfach alles mitgenommen. Deswegen auch 22 Jahre. Der hat einfach Bock auf alles gehabt. Benjamin Mondi. 5 to 20 years in prison. Sheesh. 5 bis 20 Jahre, das ist eine Zeitspanne. Bro, 5 Jahre ist eine Sache. Aber 20 Jahre, was ist denn das für eine Zeitspanne? Charged with rape and... Ja, Rudi, ist aber auch verdient dann, ne? Ist dann aber auch verdient. Aber ich finde, bei sowas muss es immer safe sein, dass das wirklich passiert ist, ne? Da muss die Schuld auf jeden Fall bewiesen werden. Und dann, weil stell mal vor, da passiert wirklich sowas, dass einer nur Geld will oder so. Und dann sitzt du da drin und du weißt, eigentlich war es gar nicht so. Also ich will, dass niemand zu Unrecht verurteilt wird. Aber ich will, dass wenn jemand genau sowas gemacht hat und genau wusste, was er da gemacht hat und das wirklich durchgezogen hat, dass er dann 20 Jahre plus bekommt, Digga. Weil es gibt nichts Schlimmeres als das. Gibt's nichts Schlimmeres. Ich schwöre, es gibt's nichts Schlimmeres. Kantona. 14 Tage. Bruder, da lass doch direkt. Was sind 14 Tage? Okay, doch, 14 Tage sind auch nicht schlecht. Und er war am Ende 3 Stunden. 3 Stunden war ich sogar drin, Junge. Hä? Ich war sogar länger. Reason Kung Fu Kick on the Hooligan. Digga, der hat den so einen Kick verpasst. Guck mal hier. Patz! Hat er den einen Roundhouse Dropkick, Kung Fu Kick gedroppt. Sigurdsson. Unter Verdacht, the charge against him is for child. Nein, lass mal diese, das kann ich mir gar nicht durchlesen. Kinder. Mit Kindern, lass mal. Mit Kindern nochmal schlimmer. Also beides schlimmer, aber nochmal. Mit Kindern, dann bist du ein komplett. Also, nein, dann sage ich ehrlich, eigentlich abschneiden. Sentence 2 years, served 5 months. Kidnap, robbery. Er hat jemanden entführt, hat irgendwas ausgeraubt, illegal Firearm Possession. Ja, Digga, Mann. Rum Semedo ist auf jeden Fall gut connected, glaube ich. Einfach mal irgendjemanden kidnappen, was ausrauben, Waffen haben und so. Du bist Fußballprofi, Junge, hä? Eine Woche, war 2 Tage drin. Mensch, Lauter. Was ist denn das? Oh, das bedeutet, er hat jemanden nicht nur auf den Dötz gehauen, sondern komplette Möhre, volle Wucht, dass der Typ umgekippt ist. Barton, war 77 Tage auch, convicted for violent charges. George Best, 12 Wochen, drunk driving and assaulting a police officer.
Bro, dieses Drug-Driving-Ding ist auch immer so ein Ding, ne? Dann noch mit den Polizisten sich streiten. Witzig. Eigentlich sehr unwitzig. Pleaded guilty causing a death by dangerous driving. Das ist... Und deswegen nicht besoffen Autofahren. Ihr bringt euch in Gefahr und vor allem ihr bringt andere Menschen in Gefahr. Even fracturing her nose. Der hat einfach eine Nase von einem Mädel gebrochen. Junge, hä? He didn't pay his taxes on the two automobiles. Der kam in Knast, weil er seine Autos nicht bezahlt hat, die Steuern. Scheiße, ich muss auch noch die Steuern von meinem Auto bezahlen, nicht, dass ich in Knast komme. Intoxicated. Hernandez war es. Ach ja, stimmt. Breaking a... Ja, ja. Haben wir doch alle mitbekommen. Das war doch recht aktuell. Das war doch ein recht aktuelles Ding. Ja, Boateng. Da war er das mit seiner Ex-Freundin, ne? Was komplett durch die Medien gezogen wurde. Und wo sein Bruder Kevin, Prinz Boateng, auch was zu gesagt hat. Wo der Boateng wahrscheinlich nicht so happy drüber war. Aber ja, so ist das. Steuerhinterziehung, Cannavaro. Das war's mit dem Video. Das war FC Prison, Freunde. Ich muss mal irgendwann, wenn irgendein Fußballspieler wieder in den Knast kommt, FC Prison in FIFA nachbauen, Digga. Das wäre, glaube ich, ganz witzig, mal mit so einem FC Prison die Weekend League zu spielen oder so. Eigentlich auch unverdient, die Spieler, aber ja, ich glaube, es wäre witzig. Freunde, wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und Peace.